Jo Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Wir beenden jetzt hier in dem Part Welt 1. Ich habe den Sound ein bisschen runtergestellt, nachdem ich mir im ersten Part gedacht habe, ja, der Sound ist ein bisschen zu laut, ne? Und deshalb, ja, ist der Sound jetzt hier ein bisschen leiser. Kann man ja auch mal angehen und so. Und, jo. So viel dazu. Außerdem habe ich gesehen, befürchtet, gedacht, dass ein bisschen Asynchronität herrscht. Deswegen werde ich da jetzt mit Fraps ein bisschen rumtüfteln, damit es auch schön alles wird. So. Weil, ja. Das soll ich aber für die Ewigkeit festhalten. Oder festgehalten werden. Ach, keine Ahnung, ich laber wieder scheiße. So, jetzt machen wir hier hin. Ist hier nichts mehr. Doch, eine Blume. Ist doch ganz klar. Die holen wir uns auch schnell. Ja, Scrolling-Level. Hm. Hasse ich eigentlich in Yoshi's Island, weil da kommt noch ein richtig mieses in Welt 8. Und ja, da habe ich mir schon mal die Zähne ausgebissen. Weil, ja, das war nicht mehr feierlich. So. Da erstmal die Sternmünzen abgreifen. Bam, bam. Ach, komm schon. So. Alles klärchen. Was ist man jetzt hier? Okay, da. Gut, dann ja, haben wir soweit alles eingesammelt. Ja, die Sache passt doch. Es läuft doch hier perfekt. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Können wir einfach hier hoch. Keine Ahnung, warum das unnötige Zeugs da ist. So, was ist denn jetzt hier los? Okay, ganz easy so rüber. Ja, schaffen wir. Okay. Easy going. War da noch was? Sieht nicht so aus. Okay, okay. Ja, zum Scrolling Level kann man nicht allzu viel sagen. Weil, ja. Baum. So. Ist da was? Nee. Aber hier ist noch eine rote. Oida, ich habe schon gedacht, jetzt wird's eng, aber passt noch. So. Erstmal weg mit dem hier. Zack. Weg mit ihm. Hier, das erste Mal, wo ich das durchgespielt habe, wurde hier die erste, ja, schwierige Stelle, weil ich habe es einfach nicht gerallt, dass wenn man da so langsam macht, dass dann mir nichts passiert und die Teile da nicht runtergehen. Da bin ich immer drauf stehen geblieben und dann habe ich gedacht, oh Scheiße! Damals war ja noch ein kleines Kind und ja, da hat man das Ganze noch nicht so gerallt, ne? Kein Bonus-Game, schade. Aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig hier. Aber keine 100 Punkte, glaubt. Oh, eine Münze fehlt. Ach, schade. Naja, nicht schlimm. Für die Speziallevel und so reicht's auf jeden. Und ja, ein 100% Run, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das dauert mir alles viel zu lange hier. Ich möchte einfach nur Nostalgie haben. So, hi Shy Guys. Hier sind sie auf die auf solche Stelzen. Oder wie die Teile heißen. Drauf. Erstmal ist hier was versteckt. NP. Hier gibt es nichts. Okay, passt. Gehen wir rein. Ach, das ist geil. Hier werden jetzt die verschiedenen Eier erklärt. Moment. Also, wenn man jetzt das Gelbe in der Hand hat, so wie ich jetzt, und man trifft einen Gegner, kriegt man eine Münze. Bei solchen blinkenden, und man schießt einen Gegner ab, kriegt man eine rote. Und bei normalen roten, nicht blinkenden, bekommt man zwei, ja, Sternteile halt. So. Dann können wir aber ins eigentliche Level gehen. Hier unten rein. Da, da, da. Oh, die epische Musik wieder. Unglaublich geil. So. Was gab's denn hier? Ach ja, genau. Das war das Spielchen hier. Einfach warten. Man kann auch mit Hüpfen das Ganze schaffen, aber ich mach's lieber so. Weil Baum. So, was war da noch los? Ah ja, eine Blume, okay. Ja, schnell geholt. Ach scheiße, schlecht gesprungen, schlecht gesprungen. So geht das nämlich. So. Dam, da, da. Oh, du Mistkerl, Junge. Stirb! In diesem Ei. Ist das Level nicht gleich schon zu Ende? Jetzt mal schauen. Erstmal hier oben.
auf keinen Fall sofort runterspringen. Ich glaube, da oben könnte auch was sein, da oben links, aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Falsche Entschlüsse möchte ich jetzt auch nicht ziehen. So. Hä? Warum habe ich die nicht getroffen? So, jetzt Hitler. Oh, erstmal hier extrem viele Sternmünzen. Was soll ich Sternteile? Ich nenne es einfach Sternmünzen, scheiß drauf. Junge, was ist mit dir? Geh mal beide um hier. Ja, das mit der Blume habe ich auch noch gar nicht erklärt. Moment, wenn jetzt hier nochmal... Ach, fuck you, Alter. Jetzt hier nochmal ein Shy Guy kommt, werde ich euch das schnell zeigen. Was willst du, Junge? So. Okay, gerade lag. Nicht schlimm. Oh Mann, Alter, ich brauche zwei. Ah ja, so. Nein, ich brauche gar keine. Oh, ich Depp. Eigentlich brauchte ich gar keiner, ich brauche nur den Scheiger im Maul. Ach, egal jetzt. So, hier kriegt man jetzt das zweite neue Fähigkeit von Yoshi. Zwar ist man jetzt so ein komisches Schaufelteil. Es wird noch ein Level geben, da braucht man alle Fähigkeiten, um das Level zu bestehen, glaube ich. Ja. Mal schauen, ob ich hier alle Münzen kriegen kann. Möglich ist es auf jeden Fall. Aber es sieht jetzt schon ein bisschen schlecht aus. Oder? Oh, die Psa passt sogar. Komm, das wäre jetzt noch geil. Ah, fuck. Ah, schade. Ja, müssen wir halt hier wieder raus. Das geht auch. So, jetzt zeige ich es euch aber. Bam. Ich bin zu dumm zum Scheißen. So, jetzt aber. Dann geht man da hin. Zu dem Ding. Und schießt den Shy Guy da rein. Dann bekommt man hier auch nochmal Sternmünzen. So. Ich habe jetzt 30, jetzt würden da nur noch Münzen rauskommen. Oh, eine Blume. So, das ist einfach wegstampfen hier. Braucht kein Mensch. Damn. Und back in der Höhle. So. Wow. Das war knapp, Mann. Was gab's denn hier alles? Okay, ich glaube, wir müssen als erstes dahin. Jo, so sieht's aus. Hier einfach mit einer Wand. Mit einem Wandschuss. Schön das schaffen. Ja, die Sache ist geritzt, würde ich sagen. Jetzt müsste Level aber gleich zu Ende sein. So. Und wir haben alle roten Münzen. Auch gut. Sternmünzen dürften wir, glaube ich, auch alle haben. Jo. Und hier ist noch ein... Fuck you, Alter. Fuck you. Wir hätten zum ersten Mal 100% gehabt, hätte ich es nicht verkackt. Oh mein Gott. Oder? Ja. Ach, fuck, Alter. Ja, kann man nichts machen, halt kein 100% Scheiß drauf. Die Sache ist trotzdem ganz gut. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob es die Burg war, die wir machen werden. Aber in der Burg habe ich einen geilen Trick rausgefunden, wie man die Hälfte fast überspringen kann. Jetzt kommt erstmal Level 1-7. Also, ja. Gucken wir nachher mal, ob das die Burg ist. Und wenn ja, dann kann ich euch diesen geilen Trick zeigen. Ach, die Teile sind geil. Die sind mega. So, schießen wir die mal da nach unten. Perfekt. Die können nämlich hier alles kaputt machen. Alles. So. Hier könnte man wieder ein Bonus-Game machen. Oder haben. Was ich mich allerdings frage. Hier sind wieder die Teile für rote Münzen. Ja, genau, hier war's. So. Jetzt kann ich auch mal so ein Spiel zeigen hier. Hab mir früher sehr viel Spaß gemacht, die Sachen da drin. Ah, okay, Goldregen. Das ist ziemlich leicht. Aus dem Teil kommen, ja, hier Münzen raus. Man sieht's ja. Und man muss einfach mehr Münzen als der Gegner haben. Das ist schon der ganze Sinn des Spiels. Das Spiel ist ziemlich leicht. Es gibt ein Spiel, das ich ziemlich schwer finde. Da muss man bestimmte Tasten drücken. Ach ja, ich zeig's euch dann einfach, wenn es soweit ist. Man sieht schon, ich bin dem Gegner haushoch überlegen. Vor allem, weil ich auch die Zunge habe. Ich kann nicht mehr alles abluchsen. Habt ihr ja schon wieder gerade gesehen, also NP. So, und wir bekommen jetzt hier ein Item. Und wenn wir jetzt Select drücken, ist das Item da unten drin. Das ist der Fragezeichenteil.
Wenn ich das jetzt aktivieren würde, würde ich glaube alle versteckten Fragezeichenteile finden, die eigentlich versteckt sind, die würden dann aufgedeckt werden. Also ziemlich nützlich, falls man mal was nicht finden sollte. Aber in diesem Level nicht unbedingt notwendig. So. Ach geil. Den kann ich auch gleich mitnehmen. So, jetzt kommen die neuen Gegner. Die sind, wenn man die berührt, macht das Ganze oder lässt den Yoshi auf Crack gehen. Ich kann es dir mal zeigen. Hier, er ist komplett auf Crack. Das Steuern ist voll komisch, aber naja. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran und das Ganze ist nicht mehr so schwer. Ach komm, Junge. Dun, 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 dun. Also, ja. Mit der Zeit geht es. Und irgendwann hört es auch wieder auf. Oh, das habe ich jetzt aber allerdings nicht gesehen. Ich will noch schnell das Leben holen. Yoshi. Mario. Lol. Sonst muss man ja eigentlich mal Yoshi holen und nicht Mario. So, dann holt man sich hier noch wunderschön die Münzen. Ach, Moment mal. Ich glaube, das Ding ist doch nicht so schlecht, weil irgendwo gibt es echt was versteckt. Ja, genau hier. Hier ist jetzt auf einmal das komische Ding gekommen. Und hier gibt es rote Münzen, soweit ich weiß. Was ist denn hier jetzt los? Oder? Was ist da los? Auf jeden Fall gibt es hier was. Aha. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich schwer zu finden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier damit helfen. Warum laggt es jetzt so? Geht wieder. Genau. Hier sind rote Münzen. Die sind echt ziemlich schwer zu finden. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und Sternmünzen. Yay. So. Und weg von hier. Jetzt hier nicht vergessen. Denn hier sind nämlich auch noch rote Münzen. Wenn ich jetzt hier... Ach nee. Ach, keine Ahnung, wie das Teil jetzt gekommen ist. Setzt einfach das Teil ein. Weil ich glaube, sonst kommt es nicht. Und ja, die Sache passt. Alle Blumen. Vielleicht auch alle roten Münzen, was ich aber allerdings nicht glaube. Nein, schon wieder eine Münze. Unglaublich. Wie es aussieht, 99, 98, 99. Okay, ich mach kurz einen Cut, aber ja, bis gleich. So, kann weitergehen. Letztes Level für Welt 1. Schleimis Schloss. Und es ist, glaube ich, nicht das Level, wo ich meinte. Okay. Auch nicht schlimm. Dann machen wir halt erst das Schloss. Schloss werden wir auf jeden Fall noch machen dann. So. Ich glaube, das Schloss war ziemlich easy. Easy peasy. Hier ist erstmal eine Blume. Und hier oben dürfte auch irgendwo eine sein. In der Röhre. Ja, genau. Da kommt man jetzt halt dann erst gleich hoch. Hier der Fisch. Der regt ein bisschen auf, aber hat auch nichts drauf außer Zahnbelag. Jetzt chillst du einfach kurz. Und kannst da rein und du kannst da rein. Und da ist noch eine Blume. Musst halt ziemlich schnell machen, aber mit der Zeit hast du schon raus. So. Hä? Was war das jetzt? Jetzt komm. So. Und ich glaube, ohne das Teil kann man sogar schon darüber jetzt. Jo. Das sind solche Secret Tricks, die man halt rausfindet nach öfterem Spielen. Gibt's auf dem Spiel auf jeden Fall genug. Und ja, der Forscherdrang ist irgendwie in dem Spiel immer geweckt. Das Problem ist jetzt, dass wir keine Dinge haben. Keine Eier. Naja, egal. Egal. So. So wichtig wird es ja nicht sein. Und was, ja, was im Spiel weiterhilft, auch nicht. Das kann ich sicher sagen. Hier greifen wir uns noch schnell den Shy Guy ab. Das ist auch geil.
Also das Spiel kann man echt auswendig, wenn man es richtig suchtet. Und es macht auch mega viel Spaß. So, hier drehen sich jetzt immer die Teile um. Ist auch ein paar verschiedene Tricks. Mir fallen jetzt aber gerade gar keine ein. Ach doch, hier. Hier kann man zum Beispiel einfach so rüber. Ich glaube zwar, dass es eigentlich nicht so geplant ist, weil eigentlich muss man mit einem Ei da drauf schießen. Aber ja. Und hier natürlich könnte man auch rein. Einfach so. Müsste man sich halt treffen lassen, anders geht es nicht. Aber naja. Hier ist noch so ein Kerl. Call. Vor allem Call. So, das Problem ist jetzt halt, wir müssen das umdrehen. Weil sonst kommen wir nicht zu dem Schlüssel. Dann drehen wir es halt schnell um. So. Epic Music. Oh wow, Alter. Auf dem großen Bildschirm geht mir das alles irgendwie viel zu schnell. Da muss man auf ziemlich viel achten. Und es sieht auch irgendwie nicht flüssig aus, aber im Video ist es flüssig und das ist das Wichtigste. So, wir haben alle roten Münzen, sind hier drin. Und hier gibt es jetzt wieder so ein Ding. Fährt man jetzt hier so schön hoch. Irgendwo hier gibt es, glaube ich, auch noch was Verstecktes. Ne, das war nicht das Level. Kann sich hier noch Sternmünzis holen. Und auf geht's zum Endboss. Oh yeah. Die Mauer geht hinter uns zu. Das ist unser Gegner? Ach nee, Kamek. Na Yoshi, nervt das Babysitten nicht langsam? Also ich kümmere mich wirklich gerne um den kleinen Wonne-Robben. Oh, es war ja klar. Sie muss wieder mit irgendeinem Zauber kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er macht sie noch selber groß. Wie besiegen wir dich? Ganz einfach. Einfach abschießen. Das Problem ist halt, er verliert dann solche Teile und wie ihr seht, habe ich jetzt schon was verloren. Allerdings können die Teile auch den Dinger abziehen. Und das ist ziemlich nice, finde ich. Also das Level ist eigentlich relativ leicht sogar. Da gibt es auf jeden Fall noch ziemlich schwierigere. So. Komm jetzt, stirb! Bam! Wie klein musst du noch werden, verdammt! Okay, er ist down. Er löst sich komplett auf. Und wir bekommen einen Megaschlüssel. Oh yeah. Und wieder fehlen uns 3 Punkte. Naja. Bonus 1 ist offen. Werdet ihr jetzt sehen? Genau, es wird uns angezeigt. Und da bekommen wir den Bonus. Das ist jetzt ein Bonusspiel. Also kein Level, sondern ein Bonusspiel. Und das können wir jetzt halt durchgehend zocken, wann immer wir wollen. Bam. Welt 1. Done. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Geht's dann weiter mit Welt 2. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.